Hallo und herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe von Hobbybuilding aus dem schönen... Hier bin ich falsch, oder? Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hobbybuilding und heute geht's... Passt nicht? Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hobbybuilding und jetzt geht's los. Also am Strand war's schöner. Was meint ihr? Hobbybuilding, Hobbybuilding. Hobbybuilding. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, wie ich die Oberfräse in die Tischkreissäge eingesetzt habe. Das funktioniert nach wie vor ganz gut. Der Parallelanschlag kann ja sauber drüber gleiten und es schleift nichts. Im heutigen Video geht es darum, wie wir die Hebefunktion für die Oberfräse basteln. Ich habe dazu auch schon ein bisschen was vorbereitet, deswegen liegen da an der Bohrmaschine auch so viele Metallspäne. Und dazu meine Frage an euch, wie geht ihr mit solchen Metallspänen um? Saugt ihr die ab über eure herkömmliche Absauganlage, die eigentlich ja für Holz gedacht ist, oder macht ihr das irgendwie anders? Schreibt es bitte mal in die Kommentare, weil ich glaube, das interessiert relativ viele. Ich hatte natürlich auch noch Restmaterial übrig. Wir hatten ja zum einen diese 3x3 cm Aluwinkel. Hier draus habe ich jetzt solche Gleitschienen gefertigt. Dann waren ja noch 5x5 cm starke Aluwinkel da. Aus denen habe ich jetzt auch 3x3 cm große Aluwinkel gemacht. Weil die habe ich so aufgeteilt, dass ich 4 gleich große Stückchen bekomme. Ohne dran zu denken, dass ich sowas auch noch benötige. Und dann habe ich mir noch Alubleche neu dazu geholt. Die sind 2 cm breit. Ebenfalls 5 mm stark, wie auch die ganzen anderen Materialien. Und das wären dann die Schenkel, die wir benötigen. So, jetzt trinken wir mal schnell einen Schluck. Keine Angst, kein Alkohol drin. Und wie die einzelnen Schritte für die Teile aussehen, zeige ich euch auf Instagram. Schaut da ruhig mal vorbei. Fürs Video wäre es einfach zu lang gewesen. Das Ganze ist wirklich nicht schwer, dauert aber eben seine Zeit. Wie ist denn die ganze Konstruktion jetzt gedacht? Ich habe mich davon einem Bike Lift inspirieren lassen und im Endeffekt bauen wir sowas ähnliches nach. Ich habe jetzt also hier Schenkel, die miteinander verbunden sind in der Mitte mit einer Achse und können sich dann im Endeffekt so bewegen. Eine Seite der Schenkel sind an einem festen Umlenkpunkt fixiert und die andere Seite gleitet dann im Endeffekt in einer Gleitschiene. Und wenn ich dann hier unten kurble, ziehe ich das dann hoch, ziehe das andere mit und erreiche somit den Höhenunterschied. So sieht das Ganze von unten aus. Die POF ist jetzt im Ruhezustand, die ist maximal ausgefahren und wir haben jetzt hier so ca. 6 cm Spiel. Das bedeutet, wir müssen hier irgendwie die Hebefunktion drunter bekommen. Und ich glaube, ich komme mit den 6 cm nicht ganz zurecht. Das wären so ca. 7 cm wären, ist aber auch nicht ganz schlimm. Ursprünglich war das so gedacht, dass ich diese ganzen Teile auf einer Grundplatte fixiere und diese Platte dann auf der Tischkreissäge fixiere. Da ich jetzt aber ein bisschen Höhe sparen muss, weil ich habe ja nur diese ca. 6 cm Platz, will ich mir das Ganze jetzt auch sparen. Ich werde die Teile hier mit doppelseitigem Klebeband auf dieser Grundplatte fixieren und kann mir dann anzeichnen, wo sind die Bohrlöcher und nutze das Ganze dann als Bohrschablone, um hier unten dann bohren zu können. So sieht das Ganze jetzt aus. Die Sachen sind auf der Grundplatte festgeklebt und ich hatte mir vorher auf der Grundplatte auch noch die Mittellinie eingezeichnet. Die Mittellinie habe ich mir auch hier unten auf der Platte eingezeichnet, damit ich dann möglichst beides übereinander setzen kann. Die Platte hat die Abmaße 24 x 13,2 cm. Die 24 cm kommen daher, dass dann eben diese Schenkel, wenn die jetzt hier hinten fixiert sind, wirklich sich waagerecht hier einfahren können. Und die 13,2 cm kommen daher, weil ich hier auch noch ein bisschen Spiel brauche. Warum, zeige ich euch gleich. Und damit ich jetzt auch richtig sehe, was ich da aber bohre, nehme ich jetzt die Platte hier mal raus. Die Schrauben sind entsprechend gelockert. Zack. Und jetzt kann ich hier schön von oben reingucken. Kuckuck. Ich habe die Schrauben jetzt schon mal auf die entsprechende Länge gekürzt. Je nachdem, wie stark das Material ist, wo ihr durch müsst. Ihr könnt natürlich auch Holzschrauben verwenden, das liegt ganz bei euch. Ich habe mich eben für diese Variante entschieden. Achtet bitte nur darauf, wenn ihr hier durchbohrt, dass ihr nicht auf so eine Zwischenwand bohrt oder dass hier drinnen, wenn die Schrauben nach innen etwas überstehen, weil ihr auch noch die Muttern aufbringen müsst, dass dadurch irgendwas blockiert, irgendwelche Auszüge oder sonst irgendwas. Das Ganze lässt sich jetzt hier unten etwas schwierig filmen, weil hier unten stellt es mich nicht scharf, hier oben seht ihr vielleicht nicht die Details genug. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare, ich versuche euch alles soweit zu beantworten. Vielleicht mal vorneweg, ich habe euch ja vorhin erklärt, wie das hier mit der Schablone funktioniert, habe die Sachen hier draufgeklebt, angezeichnet, gebohrt, aufgehalten und durchgebohrt und so weiter. Das war die falsche. Die ist nur 11,5 cm oder sowas breit, das sind die tatsächlichen 13 cm. Kommt eben davon, wenn man nicht nochmal nachmisst. Demzufolge alles nochmal abgemacht, neu draufgebracht, neu reingebohrt. Und jetzt ist das so, wie es ist. Damit ich die
einzelnen Teile wirklich akkurat in die Flucht bekomme. Habe ich euch ja vorhin erklärt, dass ich da so eine Leiste nehme, um das anzuhalten. Ich habe es jetzt im Endeffekt so gemacht, ich habe den Zwischenraum im Prinzip gemessen, habe mir so ein Teil hier zurechtgesägt, so ein Stückchen Brett, habe das hier reingepackt, die Sachen dran geschoben und festgeschraubt. Jetzt passt das. Das kann also hier raus. Ich wollte es euch nur noch mal kurz erklärt haben. Jetzt seht ihr hier zwei Holzteilchen. Ich nehme mal eins raus. Das ist ein so ein Holzteilchen. Das ist im Endeffekt ein Stückchen Hartholz. Und das hat zwei Führungskanäle. Einmal ist das hier dieser Kanal, um hier so eine Achse einzuschieben. Das ist also hier beweglich. Und der Kanal hier oben, da ist ein Gewinde eingebracht, damit ich später hier die Gewindestange durchführen kann, um das Ganze kurbeln zu können. Die Achse ist im Endeffekt ein ganz normales Rohr, was ich zurechtgesägt habe. Das passt hier auf eine M8 Gewindestange drauf. Links und rechts Unterlegscheibe und Mutter. Das passt dann hier rein, zack, und bleibt auch erstmal frei beweglich. Ich denke, das muss so sein. Wir werden mal sehen, wenn es dann nachher in Betrieb ist. Und diese Achse läuft im Endeffekt in dieser Gleitschiene lang. Das heißt, das Maß der Achse ist die Außenkante der Winkel. Das zweite Stückchen, was jetzt hinten sitzt, an diesem festen Winkel, ist im Prinzip genauso aufgebaut. Es hat auch wieder einen Kanal, wo ich die Achse durchführen kann und hat hier auch nochmal einen Kanal, wo dann später die Gewindestange durchläuft, ohne dass da irgendwas im Gewinde mitdreht. Es läuft also leer. Achtung, hier kommt eine Hand. So. Gut, wir sind einen Schritt weiter. Ich habe jetzt die Schenkel soweit eingesetzt. Die Schenkel sind auf den Achsen nicht fixiert. Das bedeutet, die können sich hier hin und her bewegen. Ich weiß noch nicht, ob das ein Problem ist. Wenn das ein Problem werden sollte, kommen einfach Unterlegscheiben dazwischen und gut ist. Unterlegscheiben ist ein gutes Stichwort. Ich habe hier links und rechts nämlich Unterlegscheiben eingebracht, damit die Schenkel von den unterschiedlichen Achsen auch ordentlich aneinander vorbeipassen. Nicht, dass die irgendwie aneinander hakeln und das Ganze funktioniert dann nicht. So, jetzt müssen wir natürlich noch die Oberseite aufbringen. Die oberen Teile sehen wie folgt aus. Das sind im Endeffekt die gleichen Teile wie unten, Winkel, Gleitschiene und eine zusätzliche Leiste aus Alu obendrauf. Ursprünglich war das mal so gedacht, dass hier auch eine Platte vollflächig draufkommt, aber das würde nicht hundertprozentig passen, da die POF ja so ein Feinjustierrad hat für die Höhe. Und das würde dann eben bei dieser Platte stören. Und deswegen ist die Idee, dass wir links und rechts quasi zwei separate Teile haben und hier in dem mittleren Loch kommt dann noch eine Querstrebe drüber, die dann dafür sorgt, dass die POF mit angehoben wird. Kommando zurück. Ich hatte euch vor ein paar Sekunden erzählt, dass ich hier im Endeffekt auch nur eine Alustrebe reinsetzen möchte. Ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, im Prinzip doch ein Brett zu nehmen, was aber eben nicht bis hier rüber geht, wo dann hier diese Feinjustierung sitzt. Und im Endeffekt ist das die Bohrschablone, die ich vorhin verwendet habe, weil da sind die Löcher entsprechend schon drin. Habe die ja gekappt und somit soll das passen. Ich habe wirklich gedacht, dass ich euch das ein bisschen detaillierter zeigen kann, wie ich das hier reingeschraubt habe. Aber hier war gerade, ich würde es jetzt einfach mal Ausnahmesituation nennen, weil ich hier gerade eine Viertelstunde dran gefummelt habe, drei sinnlose Unterlegscheiben dazwischen zu bekommen und die sind mir immer weggerutscht, hier drunter gerutscht. Gut, es ist jetzt dran, ich würde es jetzt auch mal so dran lassen. Das Ganze funktioniert auch schon, so wie es funktionieren soll. Und ihr seht aber, diese wichtige Achse muss jetzt noch rein und das passiert jetzt. Ich habe mir jetzt hier die entsprechende Achse schon zurechtgesägt und auf der einen Seite schon eine Hülsenmutter angebracht mit einem Insexkant, also mit diesem Imbus festziehen kann. Die versuchen wir jetzt hier erstmal von der einen Seite einzustecken. Aber nicht zu weit, denn dieses Röhrchen, der Abstandhalter, muss jetzt hier noch dazwischen. Okay, das sieht gut aus. Zack. Und das Gute bei diesen Hülsenmuttern ist, dass die im Endeffekt hier auch so ein Röhrchen haben oder so ein Rohr haben, was jetzt genau hier reinpasst. Dementsprechend hatte ich eben die Löcher auch ausgebohrt. Und jetzt haben wir hier eine entsprechende Achse. Die Gewindestange geht ja im Endeffekt hier so durch und deswegen würde irgendwann diese Achse hier auf die Gewindestange aufsetzen und das ist im Endeffekt das niedrigste Niveau. Und zack, ist die Gewindestange drinne. Die Höhenverstellung ist gerade auf Minimum, das habe ich mir entsprechend hier markiert, weil diese Achse gerade auf der Gewindestange aufliegt. Am Anfang des Videos hatten wir gesagt, das müssen irgendwie 6 cm sein. Habe ich nicht ganz hinbekommen. Es sind aktuell insgesamt 10 cm. Das bedeutet, die Bosch kann nicht maximal ausfahren, nach unten fahren. So wie es hier ist, passt es aber auch. Die Fräser gucken oben noch nicht raus.
Die Gewindestange ist hier nochmal durch ein Holzklötzchen fixiert. Das bedeutet, die kann nicht hin und sich nicht hin und her bewegen. Das Holzklötzchen an sich ist hier fest an der Platte verschraubt. Ursprünglich wollte ich das Ganze eigentlich festkleben, aber auf der Siebdruckplatte hier oben wird das schwierig. Selbst mit Anrauen und so weiter, mit herkömmlichen Holzkleber, ist das, glaube ich, schwer. Mit den Schrauben hält das soweit. Es bewegt sich einfach nicht. Und jetzt kann ich hier diesen Drehknauf bewegen und ihr seht, im Hintergrund bewegt sich auch die Höhenverstellung. Damit sich die Gewindestange beim Drehen nicht in diese Richtung bewegt, ist es ganz wichtig, dass wir vor und nach dem Holz die Gewindestange fixieren. Das habe ich durch zwei Muttern gemacht, die ich gegenseitig gekontert habe. Das heißt, das ist hier fest, auch noch Unterlegscheiben dazwischen, damit sich das Ganze wirklich normal drehen kann. Das Einzige, was sich bewegen soll, ist ja das Teil hier, was dann auf der Gewindestange hin und her fährt und dann dadurch die Höhenbewegung ausführt. Auf der Rückseite der Höhenverstellung hatte ich auch erst vor, so ein Holzklötzchen hinzubasteln, um die Führung zu gewährleisten. Wo ich das Ganze aber getestet habe, habe ich festgestellt, dass es einfach nicht notwendig ist. Deswegen habe ich es auf einer Seite so belassen und habe auch hier wieder dafür gesorgt, dass die Gewindestange auf beiden Seiten gekontert ist, wieder mit zwei Muttern, dass die sich ja nicht hin und her bewegt, sondern wirklich nur das mittlere Holzteilchen, wenn ihr so wollt, dass das da auf der Gewindestange hin und her fahren kann. Um die Höhenstellung der POF nutzen zu können, gibt es diesen roten Hebel. Den muss ich im Endeffekt spannen, also zu euch ziehen. Jetzt werdet ihr gleich sehen, das Ding schnallt jetzt hier nach unten. Die Rückstellkräfte sind ganz schön stark, braucht man eben auch ein bisschen Kraft. Demzufolge muss das Teil auch hier was aushalten. Und diese Funktion möchte ich grundsätzlich beibehalten. Irgendwann brauche ich die vielleicht mal wieder als herkömmliche Oberfräse, löse die paar Schrauben, habe die wieder normal in der Hand und kann damit rumwerkeln. Deswegen bleibt die Funktion drin. Jetzt sagen vielleicht manche von euch, na Mensch, ich habe jetzt schon andere viele Videos auf YouTube gesehen, da könnt ihr das alles bequem von oben einstellen. Das funktioniert bei Triton oder wie auch immer, vielleicht gibt es auch noch andere Hersteller, wo das so funktioniert. Die kosten aber weitaus mehr. Die hier habe ich für 89 Euro bekommen und von daher kann ich damit leben. Das bedeutet aber jetzt auch, wenn ich hier die Höhe verstellen möchte, quasi, dass ich das Teil nach oben bewege, um auf eine bestimmte Höhe zu kommen, muss ich das Teil hier lösen, also zu euch ziehen, spannen. Jetzt fange ich hier an zu drehen und jetzt seht ihr, wie sich das Teil nach oben bewegt. Wenn ich meine Höhe habe, lasse ich den Hebel los, drücke den auch noch fest und jetzt ist das Teil gesperrt. Das bedeutet, es drückt keine Kraft weiter auf die Höhenverstellung. Aus meiner Sicht ist das vollkommen in Ordnung. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe euch ja gesagt, dass ich die POF mit diesem Sicherheitsschalter steuern möchte. Und steuern bedeutet in diesem Fall ein- und ausschalten. Ganz easy. Warum aber so ein Sicherheitsschalter? Wenn ihr das Gerät angeschalten habt und es zieht jemand den Stecker oder ihr habt einen Stromausfall oder sonst irgendwas, ist der Strom weg, das Gerät geht aus. Ihr wundert euch vielleicht, was hier los ist, fummelt an der Maschine drumherum und plötzlich ist der Strom wieder da, würde das Gerät wieder anlaufen und ihr habt vielleicht gerade die Hände drin. Mit so einem Sicherheitsschalter geht das nicht. Wenn das Gerät läuft und eingeschalten ist und der Strom ist warum auch immer weg und ist dann wieder da, bleibt das Gerät aus. Ihr müsst es dann aktiv wieder anschalten. Damit das Ganze so funktioniert, musste ich natürlich den Gashebel an der POF fixieren und dazu auch noch den Sicherheitsspind, den man da drücken muss. Das ist jetzt nicht die feine englische Art, geht aber in diesem Fall nicht anders. Ich würde mal sagen, den ersten Funktionstest hat die Hebevorrichtung bestanden. Bin ich wirklich sehr stolz drauf, weil ich das Ganze alles wirklich zum ersten Mal gemacht habe. Trotzdem gibt es da noch so ein paar Sachen, die ich zukünftig anders machen werde oder die ich jetzt noch im Nachgang austauschen werde. Zum einen sind das die Achsen, die ich ja aus Gewindestangen gefertigt hatte. Da würde ich zukünftig entsprechend lange Schrauben verwenden, weil so habe ich auf der einen Seite einen festen Bezugspunkt. Das kann sich hier nicht locker drehen, dieser Schraubenkopf. Hätte auf der anderen Seite Muttern, die ich drauf drehe. Muttern ist ein gutes Stichwort zukünftig, oder die werde ich jetzt noch austauschen, nämlich selbstsichernde Muttern. Die drehen sich nicht einfach so frei. Ich bin nämlich mal gespannt, wie das Ganze hier in Action ist, wenn die, ich sag mal, ein bisschen Vibration ist da wahrscheinlich immer. Und da kann es durchaus sein, dass sich da so ein paar Schrauben locker drehen. Muss ich einfach mal drauf achten. Dann würde ich auch die Gleitschienen etwas kürzer machen, so circa 1 cm bis 1,5 cm, damit diese Mittelachse wirklich die Möglichkeit hat, auch entsprechend einzutauchen.
Damit die auch die Möglichkeit hat, entsprechend weit einzutauchen, ist es auch wichtig, dass ich diese Holzteilchen, wo die Gewindestange drin läuft, dass die etwas kleiner konzipiert werden. Ich habe da locker noch so, ich sag mal, einen halben Zentimeter bis, also 5 mm bis 7 mm Platz. Das kann also alles noch weiter zusammenrücken. Entsprechend tiefer kann ich die Hebervorrichtung absenken. Dann würde ich grundsätzlich auch die ganze Konstruktion etwas filigraner machen. Ich meine, da wirken schon enorme Kräfte, aus meiner Sicht enorme Kräfte, aber ich glaube, das kann alles noch etwas kleiner werden. Demzufolge würde ich noch mal etwas weiter runterkommen. Und dann muss auf jeden Fall noch der Griff irgendwie angepasst werden. Ich habe mir da einfach ein Stückchen Siebdruckplatte zurechtgeschliffen, also zurechtgesägt und zurechtgeschliffen, das mit Schrauben so weit verpresst, dass ich das Teil gar nicht mehr bewegen kann. Es funktioniert, ist aber noch nicht so, wie ich es mir hundertprozentig vorstelle. Was würdet ihr grundsätzlich noch anders an der Hebevorrichtung machen? Was findet ihr gut? Was würdet ihr eben anders machen? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ihr habt es ja gesehen, bei so einem Fräsvorgang entsteht wirklich richtig viel Staub. Ich habe das ja das erste Mal erlebt, wo ich den Unterschrank für die Tischkreissäge gebaut habe. Das war Wahnsinn, da stand ich hier förmlich im Staub. Und deswegen ist es wichtig, dass hier eine Absaugung drankommt. Wie ich das mache, zeige ich euch im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich eine gute Zeit. Auf Wiedersehen, euer Thomas von Hobbybuilding. Macht's gut. Hobbybuilding. Hobbybuilding.